liebe Schwestern und Brüder, es war eine Versuchung für mich in den letzten Jahren in meiner Kirche. Wie viele andere habe ich den Aufbruch des Zweiten Vatikanischen Konzils erlebt. Später habe ich dann auf der Wiener Diözesansynode mitwirken können, dass unter den großen und Ihnen allen bekannten Konzilskardinal Franz König dieses Konzil auch die Erzdiözese Wien und Österreich erreicht hat. Und auf der Universität habe ich dann über Jahre hinweg probiert, dass Pastoralassistentinnen und Assistenten und Priester und Diakone ermutigt worden sind, an der Umsetzung dieses Konzils zu arbeiten. Mehrere Ereignisse haben dann freilich diesen meinen Elan ein wenig bedroht. Nach der Ära König sind ja in unserem Land Bischöfe gekommen, die dem Image der Kirche nicht nur gut getan haben. Und dass dann später der große Papst Johannes Paul II. Mit Blick auf Osteuropa das Reformtempo aus der Kirche ein wenig herausgenommen hat, das habe ich auch noch verstanden, weil die osteuropäischen Kirchen in den 40 Jahren der Verfolgung und der Repression durch den Kommunismus sich kaum entwickeln konnten und als Sakristeikirchen gleichsam im Untergrund überleben mussten. Und dann wurde aber nach diesem großen Papst unter Benedikt XVI. Schon so etwas wie eine Stagnation in der Entwicklung des Konzils, manchmal sogar eine Rückentwicklung. Dazu ist eigentlich gekommen in unserem Land in den letzten Jahren ein kulturell tiefgreifender Umbau. Aus einem katholischen Land ist in der Zwischenzeit ein weltanschaulich ganz buntes Land geworden. Christlicher Glaube, so sagen alle Fachleute, ist in Österreich nicht mehr Schicksal. Man kann wählen, ob man gläubt, und das unbeschadet, ob man als Säugling getauft worden ist oder nicht. Und, wenn ich richtig sehe, machen viele Leute davon auch ausgiebig Gebrauch, und das in jeder Richtung. Denn einige entscheiden sich dann in ihrer Freiheit, ganz bewusst Christen zu sein, Christinnen zu sein, und engagieren sich in Pfarrgemeinden, in ihren Kirchen. Aber andere wählen uns die Kirchen ab. Und zusammen meinten wir, das ist der Grund, warum sie gehen, weil es so viele Störungen zwischen der Kirche und den modernen Menschen gibt. Ich habe mal hier zusammengeschrieben, welche Störungen ich so beobachte. Die Kirche sei, so sagte man, frauenfeindlich, sexualneurotisch, undemokratisch und vormodern. Also für moderne Zeitgenossinnen und Zeitgenossen, vor allem auch junge Menschen und darunter wieder viele junge Frauen, schlicht eine Zumutung. Allerdings lehrt uns die Forschung überraschenderweise, dass es am Schluss doch nicht auf die Störungen ankommt, welche Trennungskräfte auslösen. Viel entscheidender ist, ob es Bindungskräfte gibt. Und diese zielen auf das Innerste der Kirche, auf ihr Herz, auf das ewige Leben, so würde ich in der Bibel lesen, auf die Berufung zur Jesusbewegung, auf die Heilung von Angst und das Reifen in solidarischer Liebe. Ich verstehe dieses Forschungsergebnis persönlich sehr gut, weil ich es selber so erlebe. Vielleicht wie nicht viele im Land kenne ich unsere Kirche in- und auswendig, von der Bildungsobligation abwärts bis zu den Pfarrgemeinderätinnen, den Diakonen und den Priestern. Ich selber kenne die Kirche sehr gut und bin vielleicht mehr irritiert als viele andere und gehe doch nicht, weil mich eben vieles an die Jesusbewegung bindet. Allerdings, eine Versuchung will ich nicht verschweigen, die in den letzten Jahren in mir aufgewachsen ist, das ist die Versuchung zur inneren Emigration. Es ist eine Art innerer Kündigung, die mich bedroht. Diese hat ihre Wurzel darin, dass man sich ständig einsetzt, dass das Konzil Früchte trägt und zugleich hast du das Gefühl,
dass solche Entwicklungen gar nicht so richtig erwünscht sind. Es macht mich sehr betroffen, wenn hochrangige Amtsträger in den letzten Jahren sehr laut gefragt haben, ob nicht das Konzil selber die Ursache der gegenwärtigen Kirchenkrise sei. Wer so fragt, ist bereits auf einen Kurs zurück, auf einen Retrokurs gleichsam, weg vom Aufbruch des Konzils. Ich sage Ihnen das, Schwestern und Brüder, am Anfang meiner Hoffnungspredigt, weil ich vermute, weiß ich nicht, ob ich recht habe, müssen Sie selber für sich klären, dass ich nicht der Einzige heute hier erinnern will, dem es in den letzten Jahren in dieser Richtung ergangen ist. Was freilich schade ist, denn eine solche Demotivation viel in der Kirche ist deswegen tragisch, weil die Welt von heute eine lebendige und handlungsfähige Kirche unglaublich braucht. Es geht der Welt und dem Land gut, wäre die Kirche stark und lebendig und wäre wir selber in dieser engagiert. Ich erlebe nicht nur in Österreich, sondern darüber hinaus in Europa und weltweit ja eine tiefe Zerrissenheit. Dunkle und helle Seiten ringen miteinander. Viele dunkle Seiten nehme ich wahrscheinlich mit Ihnen allen wahr. Da ist der internationale Terrorismus, der durch herkömmliche Mittel nicht unter Kontrolle zu bringen ist. Er raubt unglaublich vielen unschuldigen Menschen, Frauen, Kinder, Jungen, Alten das Leben. Die Gewalt in Syrien zum Beispiel zerstört die Lebenshoffnungen einer ganzen Generation. Die Gewalt von Männern gegenüber Frauen ist in vielen Bereichen der Welt ungeschmälert, wie die vielen tragischen Vergewaltigungen und Morde etwa in Indien in den letzten Monaten uns vor Augen geführt haben. Dazu kommt zweitens eine weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise. Zum Teil zahlen wir heute die Rechnung für eine jahrzehntelange Deregulierung in unserer Gesellschaft, die man meist als neoliberal bezeichnet. Die Tatsache ist, dass der Preis für diese Krise, etwa in Griechenland, nicht die reichen Räder bezahlen, die ihr Geld ins Ausland gebracht haben, sondern die kleinen Leute. Eine Arbeitslosigkeit über 25%, wie in Spanien oder Griechenland, die vor allem junge Menschen trifft, schreit einfach zum Himmel. Um Franziskus, den Bischof von Rom, zu zitieren, ich denke an die Arbeitslosen, die vielfach Opfer einer Mentalität des Egoismus sind, der Gewinn und Preis sucht. Ergänzt werden schließlich diese Strukturen der Gewalt und der Gier durch eine weit verbreitete Korruption. In allen modernen Ländern wie unseren sind wir nicht davon frei. Steuern werden in Millionenhöhe überzogen, entzogen und dem Gemeinwohl praktisch damit genommen. Politiker nützen ihre Macht auch zur persönlichen Bereicherung. Ich habe mich manchmal gefragt, wo das herkommt, diese Versuchung, Gewalt, Gier und Lüge in unserer Welt. Und bin fündig geworden bei einer Psychotherapeutin und Theologin, die die onkologische Klinik, die Krebsklinik in St. Gallen leitet. Monika Renz heißt sie. Und sie meint, dass jeder und jede im Mutterschoß vor der Geburt zunächst eine tiefe Einheit und ein vorbewusstes Vertrauen erlebt. Durch die Geburt, sagt sie, geht dann diese bergende Einheit verloren. Und das große Kunstwerk des heranreifenden Lebens besteht dann darin, Vertrauen ins Leben zurückzugewinnen. In der Begegnung mit einem anwesenden Vater, einer Mutter und vielen anderen. Gelingt es einem Menschen, Vertrauen aufzubauen, dann kann ein solcher Mensch, schreibt sie, ohne Gewalt, ohne Gier und ohne Lüge leben. Misslingt aber der Aufbau von Vertrauen, dann bleibt eine tief sitzende Angst an der Wurzel unserer Seele sitzen. Und ein solcher Mensch lebt dann ständig in Selbstverteidigung, schreibt sie.
deren bewährte und doch sinnlose Strategien heißen aber, den anderen klein machen durch Gewalt, Güter anhäufen, um sich zu schützen und der Wahrheit nicht ins Gesicht zu schauen, als die Lüge. Ähnlich hat der große Kulturanthropologe René Girard daher beobachtet, dass von allen Anfang an die Menschheitsgeschichte gezeichnet ist von Gewalt, Gier und Lüge. Bei allen dunklen Zeiten, wir würden diese nicht so deutlich wahrnehmen, hätten wir nicht letztlich eine tiefe Sehnsucht nach den gegenteiligen, den hellen Erfahrungen. Wir sehnen uns nach einer Welt, in der es gewaltfreien Frieden gibt, in der nicht egoistische Gier, sondern Gerechtigkeit herrscht und in der Wahrhaftigkeit und Glaubwürdigkeit anzutreffen sind. So ist die Welt zerrissen und wir selber auch, dunkel und hell in einem. Und theologisch ist es auch nicht schwer, das Helle als das zu erkennen, was Gottes Geist in seiner Schöpfung hineingelegt hat und durch ihn auch in Erinnerung hält und, wie Gottes Geist es ja will, voranbringt. Viele von diesen Heiligen Geist begabten Menschen ringen um das Gute und das Helle in den Bildungseinrichtungen, in Unternehmen und Gewerkschaften, in Medien, in der Politik. Und nicht wenige Netzwerke haben sich den ersehnten Guten verschrieben und finden Unterstützung in breiten Kreisen der Bevölkerung. All diese machen sich stark für Gerechtigkeit, Frieden, Bewahrung der Schöpfung. Und es stimmt schon, wie die Bibel sagt, dass Gottes Geist ständig das Angesicht der Erde erneuert. Und gerade in einer solchen zugespitzten Weltentwicklung mit ihrer Zerrissenheit wäre eine starke Kirche ein Segen. Sie könnte, wie Jesus es formuliert hatte, Salz der Erde und Licht der Welt sein. Es wäre eine Kirche, die wie Papst Franziskus uns ständig ins Gewissen redet, nicht ständig mit sich selbst beschäftigt ist. In ihr klingt wieder, was Menschen heute umtreibt. Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen von heute, so das Konzil, besonders der Armen und Bedrängten aller Art sind auch Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Jünger Christi. Es gibt, so sagt das Konzil, nichts wahrhaft Menschliches, das nicht in ihrem Herzen einen Widerhall fände. Als Licht der Welt könnte unsere Kirche die Hoffnung stärken, die Sehnsucht nach einer lügenfreien Wahrhaften, nach einer tierlosen, gerechten und daher gewaltfrei friedvollen Welt. Und als Salz der Erde könnte sie den Menschen und die Gesellschaften an ihren Wurzeln von der Angst heilen, dieser zerstörerischen Angst, aus der Gewalt, Gier und Lüge erwachsen, in meinem eigenen Leben sowie im Zusammenleben der einzelnen Welt. Licht und Salz wird sie in der eins gewordenen Welt aber nicht allein sein, sondern mit allen guten Menschen, guten Willens zusammen, mit den Angehörigen der anderen Religionen, mit den Skeptikern, mit den Agnostikern, ja manchmal sogar mit den humanen Atheisten. Diese feste Überzeugung, Schwestern und Brüder, dass es heute eine starke und lebendige Kirche braucht, ändert freilich für sich allein genommen noch nichts an meinem inneren Rückzug, an meiner Versuchung zur inneren Kündigung. Allerdings, das gestehe ich gerne, dieser Rückzug ist in den letzten Wochen arg verunsichert worden. Es geht mir persönlich wie manchen Journalisten, die ihre professionelle Kritik an den gesellschaftlichen Einrichtungen und ihren amtlichen Vertretern mit Blick auf die Kirche derzeit gar nicht mehr so frei wie bisher ausüben können. Und der Grund dieser meiner Verunsicherung hat einen Namen und der heißt Franziskus, der neue Bischof von Rom. So nennt er sich übrigens mit Vorliebe, um die Tür der katholischen Kirche in Richtung Orthodoxie weit aufzumachen. Er stiehlt uns, dieser Bischof von Rom, gleichsam alle guten Gründe, mit denen wir unser wachsendes Desengagement vor uns und den anderen gut rechtfertigen konnten.
Er ist kein Klerikaler, der moralisiert. Er kennt aus eigener Erfahrung die enorme Spannung zwischen den Reichen und den Armen Argentiniens, dem übermächtigen Militär und dem Armgemachten in den Slums von Buenos Aires. In seinem Leben still demonstriert er, wo der Platz der Kirche ist, an der Seite der Armen, der Kleingemachten, der einfachen Leute. Gerade gestern hat er wieder gesagt, einem Hirten erkennt man daran, dass er nach den Schafen riecht und nicht nach Weihrauch. Ich glaube, das ist auch ein sehr schönes Zitat von ihm. Also ganz menschlich. Nun werden gewiss viele von uns sagen, warten wir ab, was kommt. Ein paar franziskanische Schwalben machen ja noch keinen richtigen Kirchensommer. Symbolische Gesten sind ja noch keine Kirchenreform. Kritiker vom rechten Flügel der Kirche haben bereits von einer militanten Armut dieses Papstes geredet. Sie möchten einen überraschungsfreien Papst, einer, der gut ins Protokoll passt, der, auf den man mit der Security gut aufpassen kann und der nicht einfach ausschert, wo man es nicht erwartet. Sie möchten einen überraschungsfreien Papst und nicht einen jesuitischen Franziskaner, der ständig für Überraschungen gut ist. Solche Abwarter haben freilich auch in einem ganz recht. Die Verunsicherung, die unser Desengagement durch den nicht einzuordneten Franziskus verleidet, kommt noch nicht einem neuen Engagement gleich. Einen persönlichen Aufbruch brauchte es. Wir können ja aus demotivierten inneren Immigranten zu sympathisierenden Zuschauern mutieren, auch noch ohne Engagement. Manche schrauben in ihren Kirchenlehnstühlen sitzend heute ihre Erwartungen an Franziskus derartig in die Höhe, dass sie dank der so vorhersehbaren Enttäuschungen alsbald mit gutem Gefühl ihren inneren Auszug fortsetzen können. Statt mit neuem Engagement in die Jesusbewegung einzusteigen, bleiben viele von uns bei ihrer lautlosen Absetzbewegung. Und in Weiz, ihre Pfingstvision, steht sie nach wie vor für Aufbruch in der Kirche? Ist Weiz eine Gemeinschaft nicht von Zuschauern, sondern von Engagierten? Ist Kardinal Königs dringliche Bitte, die er im Jahre 1997 im Steinbruch formuliert hat und den Weisen ins spirituelle Stammbuch geschrieben hat, ich erwarte von euch ein neues Pfingsten, so wie Johannes der 23. bei der Konzilseröffnung und neuestens auch Papst Franziskus, ist das in Erfüllung gegangen? Mich hat eine spirituelle Kritik von Franziskus sehr berührt, mit Blick auf das 50-Jahre-Jubiläum der Eröffnung des Zweiten Vatikanischen Konzils hat er wörtlich gesagt, in der Kontinuität und im Wachstum der Kirche ist da das Konzil zu spüren gewesen? Nein, sagt er, im Gegenteil, wir feiern dieses Jubiläum und es scheint, dass wir dem Konzil ein Denkmal bauen. Aber eines, das nicht unbequem ist, das uns nicht stört. Er sagt weiter, um es klar zu sagen, der Heilige Geist ist eine Belästigung. Er bewegt uns, er lässt uns unterwegs sein, er bedrängt die Kirche weiterzugehen. Wir wollen aber, dass der Heilige Geist sich beruhigt. Wir wollen ihn zähmen, aber das geht nicht. Und dann hat er noch, das war just am Geburtstag seines Vorgängers Benedikt XVI., sagt er dann noch, Bestrebungen zur Rückkehr in die vorkonziliale Zeit, da wieder nichts zu tun hat damit, denn zurückgehen bedeutet, dickköpfig zu sein und törichte Herzen zu bekommen. Nun müsste man die Augen verschließen, gerechterweise muss ich das sagen, wollte man das kraftvolle Wirken des Geistes Gottes hier in Weiz übersehen. Das Wirken des Geistes hat in den letzten 25 Jahren, seit es die Pfingstvision gibt, wahrlich viel bewirkt. Christina Lehn ist zum größten Anbieter für mobile Behindertenbetreuung in der Oststeiermark inzwischen geworden.
Die Gruppe Hachette sich mit Günter Skubitsch über Jahre in Brasiliens Gefängnissen engagiert, 1,8 Millionen Euro aufgebracht hat, wird sich in Zukunft einem Projekt in Afrika verschreiben. Auf dem kräftigen Stamm der Pfingstmission ist die Solidarregion Weiz entstanden, eine unüberhörbare moralische Stimme in der Region. Und aus der interreligiösen und überparteilichen Initiative Faith of Hope ist eine kraftvolle spirituelle Bewegung für einen globalen Wandel geworden. Freilich, es stellen sich mir auch Fragen. Der amerikanische Forscher Saarinen hat erkundet, wie lebendig Organisationen sind und seine Einsicht, Organisationen haben gleichsam einen Lebensbogen, einen Lifecycle. Und dieser verläuft natürlich von der Geburt über die Kindheit und die Jugendzeit hin zum Erwachsenenalter und dann beginnt das Altern der Organisation. Es ist daran zu erkennen, schreibt er, dass die Kraft der Gründungsvision nachlässt. Just dann, so vermerkt Saarinen etwas schelmisch, feiert ihr Jubiläum. Also 25 Jahre. Ist das auch in Weiz eine Gefahr, dass sich die jugendliche Kraft der Gründungsvision vor 25 Jahren abschwächt? Gemeint ist nicht, was auf dem Papier oder auf der ausgezeichneten Homepage steht und von früher erzählt wird. Auch die Weizer Pfingstvision ist nur so stark wie die Menschen, die sie heute tragen. Die damals Jungen sind in die Jahre gekommen und die jungen Menschen, ich sehe Gott sei Dank auch heute viele Nachkommende hier. Aber meine Frage ist, braucht nicht auch die junge Generation, also ihr, einen ähnlichen Aufbruch wie damals vor 25 Jahren? Müsste nicht wieder von neu beginnen, eine solche Initiative zu ergreifen, damit das lebendig bleibt, was hier geschieht? Dann stellen sich, wenn man das einmal sich zu fragen getraut und zu hoffen getraut, aber gefährliche Fragen, die übrigens auch zu einem Aufbruch führen können. Wie stark ist die Kraft der Gottesverwurzelung in Weiz? Bei mir persönlich, in den Gottesdiensten. Wie steht es anders formuliert um die spirituellen Quellen, aus denen Weiz schöpft? Gottesverwurzelung, Geschwisterlichkeit als zweites. Wer in Gott eintaucht, taucht Geschwister in neben Schwestern und Brüdern auf, so die Faustregel. Ist das auch noch Weizer Markenzeichen, dieser Zusammenhalt, unter denen in der Jesusbewegung mitgeht. Und nicht zuletzt Menschenentfesselung, die drei großen Begriffe der Weizer Pfingstvision. Denn wer in Gott eintaucht, taucht unweigerlich an der Seite der anderen auf und umgekehrt. Fesseln werden gelöst, die so vielen Menschen angelegt werden heute. Es sind doch Fesseln der politischen Gewalt, noch mehr aber Fesseln der Armut. Steht Weiz unbeugsam und handfest für Menschenentfesselung. Also für eine klare Option für die Armgemachten in dieser Region, im Land, in Europa, in der Welt. Weiz kann nicht wegschauen, wenn in Europa 25 Millionen, vor allem junger Menschen, Arbeit und damit ohne Einkommen sind. Weiz kann nicht schweigen, sondern wird mit Papst Franziskus die Stimme erheben, wenn in Bangladesch etwa zumeist Frauen mit skandalös unterbezahlter Sklavenarbeit ausgebeutet werden und in Fabriken arbeiten, die eine Gefahr für Leib und Leben sind. Werden wir also, so ist am heutigen Pfingstsonntag hier in Weiz zu fragen, Gottes Geist bei jeder und jedem in uns ein neues Pfingsten erlauben. Wird Weiz selbst und seine inzwischen gut institutionalisierte Pfingstvision ein neues Pfingsten zulassen? Wird eine neue Generation kommen, die in einer eigenen Weise etwas Ähnliches riskiert, was vor 25 Jahren hier begonnen hat? Konkret
was wird aus dem gestrigen Treffen etwa katholischer Jugendlicher erwachsen? Kurzum, werden wir uns Gottes Geist wirklich mutig öffnen? Denn wir nur dann treu sind, wenn wir ihm erlauben, uns zu erneuern und zu verändern. Wenn wir in unserer inneren Emigration verharren und aus den bequemen Lehnstühlen verbürgerlichten Lebens das Geschehen der Welt und in der Kirche beobachten, was werden wir dann einst Gott sagen, wenn er uns fragt, was wir auch in Weiz getan haben, wie wir mit seiner Zumutung zugunsten seiner Welt als Kirche umgegangen sind? Die ehemalige Ratsvorsitzende der evangelischen Kirche in Deutschland, die Bischöfin Margot Kessmann, 54, sagte kürzlich auf dem evangelischen Kirchentag in Hamburg: Wenn Gott mich irgendwann fragt, Marco, was hast du gemacht mit deinem Leben? Und ich muss sagen, ich habe 11,6 Jahre ferngesehen. Das wäre mir peinlich. Komm, Heiliger Geist, und erneuere deine Kirche. Und fang bitte bei mir hier in Weiz an. Amen.